So, können Sie mich jetzt hören und sehen? Funktioniert das jetzt? Okay. Dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt starten können. Ja, okay. Ja, dann nochmals herzlich willkommen zum Vortrag über die Welt im Einmachglas zum Fermentieren. Herzlich willkommen auch im Namen der Firma Multikraft, der Firma, wo die guten Mikroben zu Hause sind und wo genau dieses Thema ja eine große Rolle spielen darf. Wir haben ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen. Entweder wir eliminieren die Mikroben auf ein Minimum, wir versuchen sie ganz, ganz zurückzudrängen und dadurch die Lebensmittel haltbar zu machen. Und die zweite Variante ist, die guten Mikroben, die mit denen wir zusammenleben, zu fördern, denen ein gutes Leben zu bieten und sie stark zu vermehren und dadurch eine gute Besiedelung des Lebensmittels zu erreichen, so wie beim Fermentieren. Also das ist natürlich ein sehr angenehmer Gedanke, die Lebensbedingungen der physiologisch positiven Mikroben zu stärken und zu fördern und dadurch die Lebensmittel über Jahre oder sogar Jahrzehnte haltbar zu machen. Und ich darf Ihnen erzählen heute, wie man eine ganz einfache Methode, wie man Gemüse fermentiert und wie man selber Essig macht und auch Gemüse in Essig einlegt. Und wir beginnen mal mit dem fermentierten Gemüse. Das ist ein das fällt ja jetzt gerade noch an. Wir haben viel Wurzelgemüse und wir können mit einer sehr schnellen und einfachen Methode in kleinen Gläsern Gemüse fermentieren und haben es dann zur Verfügung in kleinen Portionen. Aus gesundheitlicher Sicht reicht es ja, ganz kleine Mengen jeden Tag davon zu essen, ein, zwei Esslöffel. Und das dürfte einen besonders guten gesundheitlichen Effekt haben. Und wenn man Gemüse fermentiert, kann man sehr gut diese Methode mit der Salzlake verwenden. Es gibt auch eine trockene Methode, die Sie wahrscheinlich kennen vom Sauerkraut, wo man das Salz ein wenig hineinknetet in das Gemüse. Aber wenn man mit Salzlake arbeitet, funktioniert das sehr schnell, ist sehr praktisch und ist sehr gut in Gläsern durchführbar. Und was ich auch noch besonders gut finde, die Salzlake entwickelt sich dann unterschiedlich, aber manchmal schmeckt sie dann so vorzüglich, dass das noch ein zusätzlicher Genuss ist, diese Lake zu trinken. Und wenn wir Gemüse fermentieren wollen, brauchen wir also die richtige Verpackung, am besten ein Drahtbügelglas. Wir brauchen das frische Gemüse, das frische, rohe Gemüse, das dann von den Mikroben bearbeitet wird und die bauen dann große Moleküle ab und setzen Aromastoffe frei. Und so wird dieses frische, rohe Gemüse in eine sehr bekömmliche und aromatische Form übergeführt. Also es wird nicht erhitzt, alle hitzeempfindlichen Bestandteile bleiben auch erhalten und trotzdem ist es dann besonders bekömmlich ja, von der Bekömmlichkeit fast zu vergleichen mit gekochtem Gemüse. Hier sehen wir zum Beispiel auch Karotten. Karotten enthalten zum Beispiel dieses hitzeempfindliche Lutein, das wir für die Netzhaut in den Augen brauchen, für den gelben Fleck in den Augen. Und das erwischen wir nur, wenn die Karotten nicht erhitzt werden. Und auf der anderen Seite ist in den Karotten viel Beta-Carotin drin und Beta-Carotin muss man entweder herauskochen. Also aus frischen, rohen Karotten ist das ganz schlecht bioverfügbar. Also man muss da die Karotten kochen oder man muss sie fermentieren. Bei der Fermentation wird das auch einigermaßen verwertbar für den Körper. Also das ist auch dieses große Plus, dass viele Pflanzenwirkstoffe dann bioverfügbar werden, wenn die Mikroorganismen daran arbeiten.
Ja, wir brauchen eventuell ein paar Gewürze, eine 2%ige Salzlake und Milchsäurebakterien, wo immer wir die herbekommen. Das heißt also, das erste ist die Verpacken. Und da eignen sich wirklich Drahtbügelgläser am besten. Man kann natürlich auch Joghurtgläser verwenden, wenn man gebrauchte Gläser zu Hause hat, kann man die natürlich verwenden. Aber diese Drahtbügelgläser haben den großen Vorteil, dass da von den Säuren, die dann gebildet werden, nichts angegriffen wird, weil das Glas sehr inert ist und nicht reagiert mit dem Inhalt. Und der andere Vorteil ist noch, dass hier ja ein Luftraum entsteht. Die neuen Drahtbügelgläser sind sogar ein bisschen höher gemacht und die haben hier einen tollen Luftraum, wo sich dann so einiges an Druck abspielen kann. Und wenn zu viel Druck entsteht, dann kann durch den Gummi ein wenig CO2 entweichen. Das ist auch noch ein weiterer Vorteil, damit es nicht zu Explosionen kommt. Also die eignen sich am besten dazu. Und wenn wir dann zum Gemüse gehen, man kann grundsätzlich jedes Gemüse fermentieren und am besten ist auf alle Fälle, wenn man seine eigenen Versuche macht und herausfindet, was einem am besten schmeckt. Gut eignen sich natürlich Gemüse, die fest sind, also Sellerie, Kohlrabi, Karotten, Kohlgemüse. Und es ist auch ganz gut, wenn man sie eher klein schneidet. Also grob raspeln ist gut oder in kleine Würfel schneiden, also nur 3, 4 mm Dicke. Oder hobeln ist auch eine gute Möglichkeit oder mit dem Kartoffelschäler solche Streifen schneiden. Das sieht auch schön aus. Wenn das nicht zu dick ist, die einzelnen Teile, dann fermentiert es schneller durch. Mit größeren Teilen kann man natürlich auch probieren, dann dauert das etwas länger. Ja, dann brauchen wir oder ist es gut, wenn wir Gewürze dazu verwenden. Und da kann man natürlich ganz, ganz viele Experimente machen. Die Gewürze, die sind zusätzlich noch einmal da, um die Symbiose zu lenken, also um bestimmten Bakterien das Leben leicht zu machen und anderen schwerer zu machen. Also die kümmern sich auch noch mal darum, dass sich zum Beispiel nicht so leicht Schimmel bildet. Der Kümmel hier ist ein sehr gutes Antipilzmittel, auch der Thymian. Und dann ist es auch besonders günstig, wenn wir ein bisschen Schärfe hineinbringen, weil leicht säuerliche Gemüse, das feinsäuerliche Gemüse dann geschmacklich sehr gut abrundet. Und da kann man natürlich Chilis verwenden oder Ingwer oder auch Kurkuma, schwarzer Pfeffer oder andere Pfefferarten, also auch rote Beeren oder langer Pfeffer. Da kann man wirklich einmal einiges ausprobieren und man bekommt dann jedes Mal neue Geschmäcker. Auch Rettich, schwarzer Rettich oder weißer Rettich oder ein kleines Stück Kren ist natürlich geeignet, um Schärfe hineinzubringen ins Gemüse. Und dann das Salz. Das Salz spielt eine besondere Rolle. Wir müssen ja die Bedingungen in dem Gemüse so gestalten, dass sich die guten Milchsäurebakterien, genau die wir brauchen, ansiedeln und Schimmelpilze eher fernbleiben. Und deswegen machen wir eine ungefähr 2%ige Salzlake. Es ist einfach so, dass zwischen einem und 3% Salz, da taugt es den Milchsäurebakterien am besten. Und deswegen kann man mit so einer Salzlake sehr gut die Symbiose lenken. Also da kann man sehr gut dann die Milchsäurebakterien anlocken. Und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Milchflasche nimmt oder eine Literflasche und einen Esslöffel Steinsalz hineingibt, dann hat man eine ungefähr 2 bis 2,2%ige Salzlake und mit der kann man sehr gut im Glas fermentieren. Steinsalz ist deswegen ein wenig besser geeignet, weil es
keine Rieselhilfe dabei hat und auch nicht jodiert ist, also weil es keine Zusätze enthält. Anscheinend funktioniert es schon mit Jodsalz auch, aber ich mache es immer lieber mit Natursalz, also Steinsalz ohne Zusätzen. Ja, das Salz ist also eines der wichtigsten Mittel der Symbioselenkung. Mit Salz kann man ja auch konservieren, wenn man was einsalzt, also wenn man zum Beispiel Suppengemüse einsalzt mit 30% Salz, dann verscheucht man alle Mikroben. Das ist dann eine andere Form der Salzkonservierung. Bei der Fermentation ist die Konzentration nur sehr gering und dadurch bleibt das Lebensmittel lebendig. Ja, was das nächste? Ja, das füllen wir dann alles in so ein Glas hinein. Und dann geben wir die Gewürze dazu, gießen die Salzlake drüber und dann kann man oben zum Beispiel ein Weinblatt drauflegen oder ein Kohlblatt oder ein Chinakohlblatt. Und dann wird das Glas verschlossen und dann stellen wir es. Zuerst lassen wir es mal ungefähr eine Woche bei Zimmertemperatur stehen und dann stellen wir es einige Zeit lang. Also diese Angaben sind nicht so ganz genau. Dann kann man es 2, 3 Wochen vielleicht im Vorhaus stehen lassen und dann noch mehrere Wochen kühl im Keller. Wenn man das mit diesen drei unterschiedlichen Temperaturen macht, dann hat man den großen Vorteil, dass sehr viele unterschiedliche Kulturen wachsen und dass die kulturelle Vielfalt der Mikroben im Glas dann viel größer ist, als wenn man es nur bei der gleichen Temperatur stehen lässt. Also ruhig versuchen, verschiedene Temperaturen einwirken zu lassen. Und ich würde auch sagen, eher 8 bis 10 Wochen auf alle Fälle stehen lassen vor dem Probieren, weil dann ist es einigermaßen ausgereift und dann schmeckt es auch schon harmonisch und ja, kann dann den Winter über sehr gut abdecken. Das fermentierte Gemüse hat ganz, ganz viele gesundheitliche Vorteile. Also wenn wir davon zum Beispiel als Beilage 1, 2 Esslöffel essen zur Hauptmahlzeit, dann säuern wir ganz leicht unsere Schleimhaut an. Das heißt, auch die Milchsäurebakterien auf der Schleimhaut leben dann auf, weil sie mögen es einfach leicht sauer gerne. Und dann sind da wirklich lebendige Mikroben drinnen, also Präbiotika. Und dann sind im Gemüse natürlich auch noch also die Lebenden, die Probiotika und die Energie für die lebenden Bakterien, Präbiotika, die Ballaststoffe werden auch noch mit dem Gemüse mitgeliefert. Also das ist dann wirklich eine Rundumversorgung für unsere Darmflora, für unser Mikrobiom. Und das tut uns einfach wirklich sehr gut. Man weiß heute sogar, dass wir auch die Enzyme aus den Milchsäurebakterien im Darm noch verwenden können und dass die Milchsäurebakterien auch noch Bakteriozine ausschütten. Also die haben so gewiss, machen so gewisse Ausscheidungen, wo sie ungünstige Bakterien dann nochmals verscheuchen. Also es hat eine unglaublich breite Wirkung auf unser Mikrobiom und deswegen auch dieser gute gesundheitliche Effekt, wenn wir regelmäßig kleine Mengen davon essen. Ja, das milchsaure Gemüse, das muss natürlich ganz woanders stehen wie der Essig, weil der Essig, wenn wir Essig selber machen, dann ist das eine offene Gärung, eine offene Fermentation. Eigentlich ist es gar keine echte Gärung, aber es wird immer so benannt, deswegen belassen wir es dabei. Der Essig, da reichern sich in erster Linie Essigsäurebakterien an und das darf man also nicht in räumlicher Nähe zum
milchsauren Gemüse hinstellen, auch nicht zum Sauerteig, sonst wird der Sauerteig zu essig sauer, oder auch nicht in der Nähe von Kombucha. Also wenn Sie mehrere fermentierte Lebensmittel zu Hause herstellen wollen, dann brauchen Sie schon auch örtlich viele Plätze, und es ist manchmal wirklich schwierig, das dann unterzubringen, weil sich die Mikroben dann einfach vermischen. Aber der Essig ist ja auch ein Synonym für Gesundheit, und es gibt auf der ganzen Erde Essighausmittel. Das ist ja auch schon ein Hinweis, dass das einfach eine ganz besondere Essenz sein muss. Wenn man selber einen Apfelessig machen möchte, und jetzt ist ja auch gerade die Zeit, wo man vielleicht Apfelsaft presst, dann kann man auf alle Fälle auch einen Apfelessig herstellen. Aber wenn man Apfelessig machen möchte, dann muss man zuerst Most herstellen. Also man muss die alkoholische Gärung zuerst machen und danach erst die Essiggärung. Weil wenn man das beides gleichzeitig so laufen lässt, dann entstehen da viele Aldehyde, und das ist kein besonders guter Essig. Also das heißt, zuerst werden die Äpfel gewaschen, dann werden sie gequetscht und ausgepresst, und dann braucht man so ein Mostfass mit einem Gäraufsatz. Das kann auch ein Glasballon sein mit Gäraufsatz. Also das muss nicht groß sein, aber so 5 Liter, 10 Liter, 20 Liter vielleicht ist ganz gut, damit diese alkoholische Gärung gut ablaufen kann. Dieses Mostfass füllt man ziemlich gut an und setzt dann den Gäraufsatz drauf, und dann gärt einmal der Most so vor sich hin, und das wird ungefähr bis Weihnachten oder kurz nach Weihnachten dauern, bis der Most fertig ist. Und dann, wenn man den Most gemacht hat aus dem rohen Apfelsaft, dann kann man aus dem Most Apfelessig herstellen. Und das ist auch wieder eine wirklich interessanter Ablauf, der viele Menschen fesselt, weil es so etwas Lebendiges ist, und man sieht auch, wie das abläuft. Man sieht es besonders gut, wenn man einen Glasballon verwendet, wo sich dann diese Essigmutter bildet. Und diese Essigmutter entsteht ja nur deswegen, weil die Essigbakterien werden aus der Luft eingefangen, und die scheiden dann Zellulose aus. Also die bauen sich praktisch selber ein Schiff und darauf schwimmen sie dann. Die Essigbakterien, die brauchen nämlich Luft, und deswegen muss auch der Ballon oder das Essigfass für die Essiggärung offen bleiben und nur mit einem Tuch zugedeckt werden. Ich denke, dass so eine kontinuierliche Essigherstellung, wenn man zu Hause kleine Mengen braucht, sehr günstig ist, und da wird der Essig auch sehr aromatisch. Also ich würde vielleicht so einen Glasbehälter mit 3 oder mit 5 Litern nehmen, und da könnte man zum Beispiel 2 Liter Most und 1 Liter guten, möglichst unerhitzten Essig einfüllen, mit einem Tuch abdecken und dann stehen lassen. So kann die Essiggärung schon beginnen, weil dann haben wir den Alkohol aus dem Most, wir haben Luft, und die Essigbakterien werden über diesen Apfelessig dazu geliefert und können auch noch aus der Luft eingefangen werden. Und so wird das vor sich hin gären. Und nach 3, 4, 5 Wochen, je nach Temperatur, ist der Essig fertig. Wenn es warm ist, also Essigbakterien mögen es eigentlich recht warm, die mögen 25 bis 30 Grad gerne, aber man kann ihn auch durchaus etwas kühler hinstellen, dann dauert es etwas länger und vielleicht wird er sogar aromatischer, wenn es nicht zu schnell geht. Und das Besondere an der Essiggärung ist, dass die in 2 Stufen abläuft, also die Essigbakterien, die fressen den Alkohol und scheiden zuerst Acetaldehyd aus. Und das ist eine Verbindung, die riecht nach Klebstoff. Und danach, in der zweiten Phase, bilden sie erst die Essigsäure. Und deswegen riecht der Essig zwischendurch nach Klebstoff.
Und in dieser Phase darf man ihn auf keinen Fall wegschmeißen. Das ist eher ein Zeichen, dass die Essiggärung in voll im Gange ist und dass es bald soweit sein könnte. Wenn man den Eindruck hat, dass es riecht schon irgendwie nach Essig, dann kann man einfach auch kosten und probieren, ob der Essig schon fertig ist. Wenn der Essig fertig ist und man hat so ein Glas genommen, vielleicht so ein 5-Liter-Glas mit Hahn, dann kann man mal einen halben Liter oder einen Liter abzapfen und wieder Moos dazugeben. Also so funktioniert diese kontinuierliche Methode. Man muss das Glas gar nicht auswaschen. Man kann es ein paar Jahre lang immer wieder nachfüllen und wieder abzapfen. Und ich habe den Eindruck, der Essig wird in dieser Form sehr aromatisch. Vielleicht auch deswegen, weil er dann ja nie so einen hohen Alkoholgehalt hat, sondern man füllt ihm ein bisschen Most nach. Und die Essigbakterien, die mögen es lieber, wenn sie nicht so einen hohen Alkoholgehalt haben. Aber sie brauchen natürlich immer ein bisschen an Alkohol, um Energie zu gewinnen. Ja, der Essig braucht auch einen eigenen Platz im Haus, wo er gären kann. Aber die Essigbakterienwolke reinigt die Luft. Das kennen wir. Essig ist zum Erfrischen der Luft da. Und es ist vor allem auch der Essig beeinflusst das Mikrobiom im Raum und man könnte durchaus sagen, dass der Essig das Raummikrobiom verbessert und dadurch die Luft auch reinigt. Ja, so schaut die Essigmutter aus. Sie kann aber auch etwas trockener ausschauen. Sie ist ein bisschen unterschiedlich. Sie hängt auf alle Fälle zusammen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob es Karmhefe ist oder Essigmutter, dann versucht man mal vorsichtig aufzuheben und schaut, ob das eine zusammenhängende Masse ist. Wenn es zusammenhängt, dann ist es eher eine Essigmutter. Und wenn es so kleine Bläschen bildet, so samtige Bläschen, dann könnte es auch Karmhefe sein. Und dann kann es natürlich sein, dass der Essig einen etwas ungünstigen Geschmack entwickelt hat. Giftig ist es nicht oder gesundheitsschädlich ist es nicht, aber für den Geschmack ist es recht ungünstig. Ja, und weil das alles so lebendig ist und so sich so entwickelt und praktisch wie ein Familienmitglied ist, diese Essigmutter, ist das auch etwas ganz Faszinierendes. Also jeder, der einmal selber Essig gemacht hat, wird dann einfach irgendwie wahrscheinlich nicht mehr loskommen von diesen Dingen und immer wieder sich den eigenen Essig herstellen. Der eigene Apfelessig hat ja wirklich eine ganz besondere Stärke. Und zwar der Apfel oder der Obstessig, der nimmt ganz besonders viel an Mikrobenkulturen mit vom Most mit in das Endprodukt. Beim Wein muss man sich vorstellen, der Wein hat ja oft 12 oder 14 Volumenprozent Alkohol und da gehen viele der Mikroben schon, werden da schon kaputt bei über 10 Volumenprozent Alkohol. Aber da der Most ja einen geringeren Alkoholgehalt hat, gehen sehr viele von diesen, also ein sehr großer Teil von den Mikroben geht dann auch über in den Apfelessig. Und das Streuobst, also auch die Mostbieren und die alten Apfelsorten, die enthalten eine sehr, sehr große Menge an Polyphenolen. Und da nimmt man auch einiges mit bis in den Apfelessig. Und so gibt es mehrere Hinweise, warum gerade dieser Apfelessig gesundheitlich so eine große Rolle spielt und in so vielen Hausmitteln vorkommt und so effizient ist gegen, also in Form von Essigbadschal gegen Fieber oder auch als verdünnter Essig, wenn man Waschungen für die Haut macht oder auch nur einfach zum Salat säuern, hat er schon eine große Wirkung auf das Mikrobiom der Schleimhäute. Also unglaublich, wie gesundheitsfördernd dieser Apfelessig wirkt. Leider sind die meisten Apfelessige, die es im Handel gibt, immer noch pasteurisiert. Das ist sehr schade, weil so
meistens die lebendigen Essigbakterien nicht mehr drinnen sind. Die werden dann natürlich, gehen dann natürlich kaputt, wenn es auf über 60 Grad erhitzt wird. Also es hat durchaus eine Qualität, sich seinen eigenen Apfelessig zuzubereiten und daraus wieder vielleicht einen Sauerhonig zu machen oder auch Gemüse einzulegen. Wenn wir Gemüse in Essig einlegen, dann ist es eine ganz andere Form der Haltbarmachung wie das Fermentieren. Essig ist zwar ein fermentiertes Produkt, aber das eingelegte Gemüse, das fermentiert nicht weiter. Aber es wird trotzdem mürbe und bekömmlich, weil die Essigsäure so kräftig ist und einen ziemlich starken Einfluss auf das Gemüse nimmt. Und so wird es trotzdem, hat man so das Gefühl, als ob es leicht gekocht oder gedünstet wäre. Die gängigste Methode für Gemüse in Essig einzulegen ist, dass man Essig und Wasser 1:1 mischt, wobei ich dazu sagen muss, dass der Weißweinessig, der ist meistens schon mit Wasser also mit Zucker abgerundet, mit Süßmost. Und da muss man den Zucker dann wahrscheinlich etwas anpassen. Wenn Weißweinessig sehr süß ist, dann braucht man natürlich weniger Zucker zuzugeben. Wenn man Apfelessig verwendet, dann auf alle Fälle 10% Zucker. Das heißt, man mischt den Essig mit Wasser und Zucker und kocht ihn kurz auf und gießt es dann übers Gemüse. Bei weicheren Gemüsesorten wie Gurken oder Zucchini oder Kürbis, da funktioniert das besonders gut. Und die braucht man also nur mit diesem heißen Essig übergießen, verschließen und kann man dann stehen lassen. Auch hier kann man noch Gewürze dazugeben, Senfkörner, Zwiebeln passen gut dazu oder auch Knoblauch. Und so wird das Gemüse wird natürlich essigsaurer, also es ist saurer als das milchsaure Gemüse. Aber es hat dennoch eine gute Wirkung auf die Schleimhäute, weil es auch den pH-Wert ein wenig senkt und dadurch das Mikrobiom auf der Schleimhaut stärkt. Nicht in dem Maße, würde ich sagen, wie fermentiertes Gemüse, aber trotzdem auch. Ich würde da kein Salz dazugeben. Wenn man möchte, kann man eine Prise Salz dazugeben, aber es da braucht man kein Salz zur Symbioselenkung, so wie das bei der Fermentation ist. Kräuter, da gibt es ein paar Fragen. Die Kräuter erst zum fertigen Essig dazugeben. Ja, ich würde also die Gurken, zum Beispiel Gurken und Dill und Senfkörner mischen und dann mit dem heißen Essig übergießen und verschließen. Wie macht man Balsamico? Balsamico-Essig ist ein Essig, der sehr lange gereift ist. Also grundsätzlich kann man natürlich selber Balsamico machen. Da würde ich dann ein Holzfass empfehlen. Man kann auch Apfel-Balsamico-Essig machen. Und dann lässt man mehrere Jahre diesen Apfelessig stehen und dann wird einiges verdunsten, er wird reduziert, er wird also selber eine Süße entwickeln durch diese Reduktion und wird immer noch aromatischer und bekömmlicher werden. Und ja, wenn man sehr viel Geduld hat, dann wird er irgendwann vielleicht ein sehr guter Balsamico-Essig. Italienische Balsamico-Essig-Hersteller machen das gerne am Dachboden, habe ich mir zeigen lassen, wo auch so ein wenig unterschiedliche Temperaturen herrschen. Das soll sogar gut sein für den Balsamico. Aber wie gesagt, man braucht wirklich sehr, sehr viel Geduld und auch diese Interaktion mit dem Holz. Also da ist es dann erwünscht, dass es Reaktionen mit dem Material gibt. Dennoch ist das Material, das wir verwenden beim Fermentieren und beim Essig immer besonders wichtig. Glas ist halt ein Material, das nicht reagiert und
Holz kann man natürlich, Holz mischt sich dann ein in den Geschmack. Also Holz enthält immer auch Harze und Aromen, die dann zusätzlich wirken können. Den Most für die Essigherstellung, also den fertigen Most, da ist gemeint wahrscheinlich, wenn man den fertigen Most noch stehen lassen soll. Also am besten ist, wenn der Most fertig ist, dass man gleich zum Beispiel, also ich mach das meistens mit so einem Ballon, der schaut jetzt kleiner aus, als er ist. Das sind ungefähr 20 Liter, passen da hinein. Wenn der Most fertig ist, dann gebe ich den Most in diesen Ballon und Essigmutter dazu und dann kann die Essiggärung schon beginnen. Und so ein Ballon hat den Vorteil, dass es viel Grenzfläche zur Luft gibt, also dass die Essigbakterien viel Möglichkeit haben, Luft zu bekommen, weil die brauchen sie unbedingt für die Essiggärung. Der Most ist ja nicht sehr stabil, wenn man ihn, also am besten ist wahrscheinlich wirklich, wenn man ihn im Mostfass stehen lässt, wenn man ihn nicht gleich weiterverarbeitet. Der Most, der verkauft wird, der wird fast immer geschwefelt und da ist dann die Frage, wie viel Schwefel ist drin, also wie viel Sulfit ist drin. Bei ganz geringen Mengen, so 20 Milligramm Sulfit pro Liter, da funktioniert das Essigmachen noch, aber wenn mehr drinnen ist, dann ist die Konservierung so stark, dass man keinen Essig mehr aus dem Most machen kann. Also wenn, dann müsste man einen Moosbauern fragen, der wirklich einen unbehandelten Most hat. Essigmutter kann man auch kaufen. Ich glaube, die Firma Gegenbauer hat Essigmutter, dieser berühmte Essighersteller. Und es gibt auch einen Essig schon am österreichischen Markt, der nicht erhitzt ist. Das ist von der Firma Mautner Markov, Apfelessig. Bio-Apfelessig naturtrüb mit Essigmutter heißt der. Und ich schreibe das vielleicht da hinein. Bio-Apfelessig. Und natürlich gibt es auch bei Bäuerinnen unerhitzten Essig, muss ich natürlich auch dazu sagen, oder jeder, der selber Essig macht. Und wenn man so einen unerhitzten Essig dazu gibt, das funktioniert genauso wie mit Essigmutter. Es ist einfach nur wichtig, dass man am Anfang zum Most den Essigbakterien einen Startvorsprung gibt, damit sie also etwas mehr sind als die anderen und dann geht das schon in die richtige Richtung normalerweise. Ja, das war der Essig und Essig einlegen. Und fermentieren und in Essig einlegen sind also zwei Methoden, die jetzt ganz sehr gut haushaltsüblich geworden sind. Und die, denke ich, die man sehr gut in solchen Gläsern, also in Halbliter- oder Litergläsern machen kann. Und das sind sie auch viel alltagstauglicher zum Verwenden dann, weil wenn man einen sehr großen Topf macht, muss man außerdem immer das gleiche fermentierte Gemüse essen und außerdem ist dann trocknet es oben wieder aus oder es fängt zu schimmeln an. Also so kleine Einheiten sind wirklich, denke ich, für den Alltag viel praktischer. Man kann sie dann auch viel besser verwenden. Und ja, die wichtigsten Dinge beim Fermentieren oder auch beim Essigherstellen sind immer der Ort, dass es an dem Ort, an dem man das macht, diese Fermentation, eben nur eine Art von Fermentation geben darf. Also man braucht den richtigen Ort, man braucht die Zeit dazu, also man muss den Mikroben die Zeit geben, um diese Umsetzungen durchzuführen. Und dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und wenn irgendwas einmal, wenn man sich nicht sicher ist, ob es schon richtig ist, dann lässt man es noch ein wenig mehr stehen. Beim Gemüse und beim Essig kann relativ wenig passieren. Also das ist wesentlich sicherer auch als Sauermilchprodukte zum Beispiel herzustellen, wo wir einfach viel mehr mit
auch mit pathogenen Keimen noch vorsichtig sein müssen. Da haben wir den Vorteil, dass bei diesen pflanzlichen Lebensmitteln die Gefahr, dass irgendwas falsch läuft, relativ gering ist. Und wenn was wirklich muffig riecht oder unangenehm riecht, dann erkennt man das. Da gibt es noch eine Frage. Beim Einlegen in Essig darf man Kunststoffdeckel verwenden? Ja, die sind unterschiedlich gut. Also das ist immer ein wenig das Problem, dass manche Deckel ein bisschen, also dass die Gefahr ist, dass Deckel korridieren, dass da was, sich was ablöst. Die Deckel, die innen so einen blauen Rand haben, die sind ein bisschen stabiler und am besten sind wirklich Glas- oder Keramikdeckel, habe ich tatsächlich das Gefühl. Wir können vielleicht nochmal zurückschauen beim milchsauren Gemüse. Dieser Hohlraum, der da oben ist, also wir legen da was drauf, ein Blatt. Also bei mir funktioniert es eigentlich mit Blattabdeckung relativ gut. Manche beschweren das auch noch ein wenig. Da muss man auch wieder aufpassen, wenn man Steine drauflegt zum Beispiel, muss man wirklich einen Granit oder sowas verwenden, das sich nicht auflöst. Ich habe mal jetzt einen Stein draufgelegt, den hat meine Enkelin gesammelt und der hat sich dann aufgelöst. Also dann, das haben wir wegschmeißen müssen. Also Kalksteine bei uns in den Kalkalpen sind da nicht geeignet. Wichtig ist dieser Gärraum hier oben, damit da einiges an Druck sich abgleichen kann, weil zwischendurch wird da Druck entstehen, der dann wieder abnimmt und deswegen darf man die Gläser also nie ganz voll machen. Und dieses Abdecken ist einfach dafür, dass da nicht so viel heraussteht aus dem, also dass alles besser unten bleibt in der Lake. Aber ja, funktioniert normalerweise schon. Ja, die gesundheitlichen Wirkungen sind gar nicht überschaubar, die sind riesengroß. Ich würde sogar sagen, dass es die gesundheitlichen Wirkungen nicht nur auf den Darm sind, sondern auf unsere ganze Lebenswelt. Wenn wir zu Hause fermentieren oder Essig herstellen, dann beeinflussen wir das Mikrobiom in unserem Wohnumfeld und wir verändern die Mikroben, mit denen wir zusammenleben. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber wir leben ständig im Einvernehmen mit vielen Mikroben und das, was uns umgibt, ist wirklich, das gibt es Billionen von Mikroorganismen, tummeln sich da und durch die Fermentation oder die Essigherstellung beeinflussen wir die Zusammensetzung dieses Wohnmikrobioms. Natürlich auch durch Materialien in unserem Umfeld, also wenn wir natürliche Materialien, Holz hauptsächlich zum Beispiel, in den Räumen haben, dann ist ein anderes Mikrobiom vorhanden als bei anderen Materialien. Aber auch durch dieses Werken beim Fermentieren beeinflussen wir unser Wohnmikrobiom. Ja, beim Sauerkraut, wenn wir so ein Sauerkraut in so einem Glas machen, glaube ich, und mit Salzlake braucht es wahrscheinlich auch keine Beschwerung, in einem größeren Sauerkrauttopf, da würde ich schon beschweren, damit nicht dann zu viel, also damit das unten bleibt. Und beim Sauerkraut kennen wir ja auch die Methode ohne Salzlake, dass wir das mit Salz mischen und etwas kneten. Also da kann man natürlich auch so eine trockene Methode anwenden und dann den Pflanzensaft aus dem Kraut herauslocken. Je größer das Gefäß ist, desto eher braucht man eine Beschwerung. Und ja, Beschwerung könnte auch ein kleiner Glasdeckel von so einem Weck- oder Rex-Glas sein, oder es könnten auch kleine Keramikteile sein oder vielleicht sogar solche unbehandelten Holzlöffel oder vom Rosmarin ein Steckerl quer hinübergelegt. Also es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, wie man
wie man das ein wenig befestigen kann, dass es unten bleibt. Essigsirup, Beerengeschmack, lecker. Also Essigsirup, ich weiß jetzt nicht genau, ist das ein Sirup, der mit Essig gesäuert wird, oder ist es ein Sauerhonig möglicherweise, wo Früchte dazukommen und Honig dazukommen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten wieder. Man könnte zum Beispiel einen Sauerhonig auch sehr gut herstellen mit Essig, indem man Früchte in den Essig pur einlegt, Früchte und Kräuter. Man lässt das 1 bis 2 Wochen stehen, dann seiht man ab und gibt 2 bis 3 Teile Honig dazu. Dann wäre das ein aromatischer Sauerhonig und den kann man dann mit viel Wasser aufgießen. Und es ist ein sehr schmackhaftes Getränk. Möglicherweise stellt sie aber auch Sirup her mit Zucker und nimmt Essig statt Zitronensäure. Das könnte auch sein. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber klingt auf alle Fälle ganz interessant. Ja, dann würde ich langsam zum Ende kommen. Gibt es noch Fragen? Die Präsentation wird auf der Homepage von Multikraft noch längere Zeit vorhanden sein. Also da kann man sich das auch noch einmal anschauen. Und die beste Schule ist sowieso, die Dinge auszuprobieren. Und dann kann man natürlich sammelt man natürlich jedes Mal sehr viel Erfahrung mit dem Haltbarmachen. Und jedes Mal wird es dann kreativer und spannender und so taucht man da meistens recht tief ein, wenn einem dieser Virus befallen hat. Und da geht es eben um diese gesunden Lebensmittel, es geht auch um die Bevorratung, um die Ressourcen besser zu nutzen. Und es geht auch um dieses Selbermachen, das so ein angenehmes Gefühl ist und das so erfüllend das uns so erfüllt in einer Welt, wo wir ja oft viel zu viel vor dem Computer sitzen. Also da ist dieses Selbermachen eine wunderschöne Sache. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Einlegen und viele Geschmackserlebnisse und ein wohltuendes Gefühl im Bauch, wenn Sie diese fermentierten und eingelegten Zubereitungen dann genießen. Ja, und eine schöne Zeit durch den goldenen Herbst.